In NCG-CAM stehen verschiedene Werkzeuge zum Modifizieren der Flächen für eine Fräsverarbeitung zur Verfügung. Bei dem nachfolgenden Bauteil müssen mehrere Flächen vor der Bearbeitung geschlossen werden. Nach dem Auswählen der umschließenden Flächen werden die Randkurven extrahiert. Der Dialog wird über Kurven, Kurven extrahieren geöffnet. Die vorangestellten Werte können in diesem Beispiel verwendet werden. Zum Schließen der Flächen auf der Vorderseite werden die beiden Kurven selektiert. Mit Geometrie-Regelfläche wird eine neue Fläche zwischen den beiden Kurven aufgespannt. Eine einzelne selektierte Kurve kann zu einer Fläche extrudiert werden. Hier wird die Kurve in X-Richtung um 15 mm zu einer Fläche extrudiert. Der folgende Spalt wird wieder über eine Regelfläche geschlossen. Zum Schließen des oberen Durchbruchs wird die offene Kurve ausgewählt und mit der Funktion Füllfläche geschlossen. Zum Schließen des unteren Durchbruchs werden die drei Kurven ausgewählt und ebenfalls mit einer Füllfläche geschlossen. Zur weitergehenden Bearbeitung werden die einzelnen Flächen mit Ordner zusammenfügen, zu einem Ordner zusammenkopiert. Bei Bauteilen mit mehreren komplex gewölbten Flächen ist die Vorgehensweise identisch. Die umlaufenden Flächen werden zunächst selektiert. Mit Kurven extrahieren wird der Dialog geöffnet. Die Randkurven werden abgeleitet, in diesem Beispiel aber nicht zusammengefügt. Zur besseren Übersicht werden die Flächen ausgeblendet. Eine Regelfläche wird zwischen den beiden selektierten Kurven aufgespannt. Für den Radius wird eine Regelfläche auf dieselbe Weise berechnet. Die fehlende Kurve zum Schließen des oberen Durchbruchs wird von der zuvor erzeugten Fläche abgeleitet. Die beiden Ordner mit den Kurven werden zuerst zusammengefügt. Eine Regelfläche wird zwischen den beiden selektierten Flächen berechnet. An der Unterseite wird auf dieselbe Weise vorgegangen. Zunächst wird die fehlende Kurve abgeleitet. Die beiden Ordner mit den Kurven werden zusammengefügt. Eine Regelfläche wird zwischen den beiden selektierten Kurven berechnet. Die einzelnen Ordner mit den Flächen werden zu einem Ordner zusammengefügt.
Zum Schließen des kugelförmigen Bereichs wird die Fläche selektiert. Mit Geometrie, nur Außentrimm, wird die Trimmung innerhalb der Fläche aufgehoben. Die selektierte Fläche soll um 1 mm tangential verlängert werden. Die Randkurven werden hierzu zunächst mit den Standardwerten abgeleitet. Die Kurve kann in X, Y oder Z-Richtung berechnet werden. Wir benötigen jedoch eine benutzerdefinierte Richtung zum Verlängern. Für die benutzerdefinierte Richtung wird die einzelne Fläche zusätzlich selektiert und die Funktion extrudierte Fläche erneut aufgerufen. Die Richtung wird von der selektierten Fläche übernommen und sie kann jetzt tangential verlängert werden. Die 87 Grad schrägen Flächen sollen ebenfalls tangential um 1 mm nach oben verlängert werden. Die benötigten Kurven werden zunächst mit den Standardeinstellungen abgeleitet. Die obere Kurve und eine Fläche werden gemeinsam selektiert. Die benutzerdefinierte Richtung ist bei den zusammenhängenden Flächen aber nicht korrekt. Um die roten 87 Grad schrägen Flächen tangential zu verlängern, muss die Funktion Regelfläche verwendet werden. Hierzu wird die obere Kurve in Z-Richtung um 1 mm nach oben kopiert und mit einer Parallelkopie verkleinert. Die Größe der Parallelkopie lässt sich dann wie folgt berechnen. Die obere Kurve wird selektiert, 1 mm nach oben kopiert und mit der Parallelkopie verkleinert. Die beiden Kurvenordner werden zusammen kopiert. Die beiden Kurven werden selektiert und die Regelfläche wird berechnet. Hiermit sind die Flächen um 1 mm tangential verlängert worden. Flächen werden zur weiteren Bearbeitung über Ordner zusammenfügen zusammenkopiert.